Hi, mein Name ist Foflex. Ich zeige euch heute ein kleines Tutorial, wie ihr einfach und schnell zu Hause den Look von Emily von Dishonored 2 nachmachen könnt. Zunächst habe ich einmal angefangen und habe mir die Haare mit ganz einfacher Sprühfarbe schwarz gefärbt. Und dann kommt das klassische Grundieren. Dann fangt ihr an, mit einem hellen Concealer euch peu à peu die Wangenknochen heller zu betonen. Ganz wichtig hierbei ist, eine relativ scharfe Kante reinzuzeichnen, damit ihr genau Emilys Wangenknochen trefft. Wichtig auch hier ist, euch einen schönen schmalen Nasenrücken zu zeichnen, denn Emily hat eine kleine, spitze Nase und das ist auch wichtig für euch. Um euer Gesicht noch etwas schmaler und spitzer wie dies von Emily nachzuzeichnen, könnt ihr mit einem Concealer auch euren Wangenknochen betonen. Danach mattiert ihr euer Gesicht mit farblosem Puder komplett ab. Wichtig das farblose Puder, denn es müssen keine neuen Pigmente nochmal auf euer Gesicht gelegt werden. Dann kommen die Augenbrauen. Dies macht ihr bitte nicht mit reinem Schwarz, sondern mischt es mit einem kalten braunen Ton dazu, damit es etwas natürlicher und lebendiger ausschaut. Aber die Augenbrauen müssen on point sitzen. Danach setzt ihr euch einen falschen Schatten ins Gesicht. Das schafft ihr, indem ihr einen kalten Braunton zusammen mit ein ganz wenig Schwarz unter den Wangenknochen setzt und ihr bekommt ein schönes, schmales Gesicht. Auch den Nasenrücken schmälert ihr euch mit dieser Technik. Nehmt euch einen etwas dünneren Pinsel und seid ganz vorsichtig darin, euch die Nasenkanten etwas nachzuschattieren. Vorsicht, nicht zu viel, weil das sieht man. Jetzt könnt ihr mit einem leichten Bronzer das Rouge nachschminken. Dabei ist es unwichtig, ob es ein heller oder dunklerer ist. Ihr müsst einfach nur einen warmen Braunton treffen. Damit schattiert ihr euch dann auch unten wieder den Kiefer. Das Auge grundiert ihr euch mit einem warmen Braunton. Wichtig ist, dass es kein roter Ton ist, sondern ein warmer Braunton, damit sie trotzdem eine gewisse Lebendigkeit im Auge behält. Von der Form her orientiert ihr euch nach außen. Schminkt nicht zu hoch, damit ihr kein rundes Auge bekommt, sondern eher ein schmales. Dann fangt ihr an mit einem matten Schwarzton, ganz wichtig matt, ohne Glitzerpigmente, am unteren Augenlid euch den Wimpernkranz zu verdichten. Mit dem matten Schwarzton fangt ihr dann an, einen Schatten an euer Auge zu setzen. Auch wieder wichtig, keine runde Formung reinbringen, sondern immer schön oval nach außen arbeiten. Dies könnt ihr dann mit eurem vorher aufgetragenen Braunton schön verblenden. Die Nase schmälert ihr noch ein wenig, indem ihr euch einen falschen Schatten unter den Anfang der Augenbraue setzt. Nun werden die Wimpern getuscht. Achtet dabei, dass ihr nicht zu viel Produkt auf dem Bürstchen habt und geht nicht mit den Wimpern nach oben, damit ihr keine Puppenwimpern bekommt, sondern versucht trotzdem nach außen hin eure Wimpern zu betonen. Auch die unteren Wimpern betont ihr bitte nur nach außen hin, sonst bekommt ihr einen Puppenlook und euer Auge bekommt keine Mandelform mehr. Dann geht ihr noch einmal mit dem farblosen Puder nach, denn jetzt setzt ihr ganz gezielt ein Highlight auf eure Wangenknochen. Das könnt ihr mit Puder-Highlight oder einem Creme-Highlighter machen. Wichtig ist nur, dass es wirklich gezielt auf den Wangenknochen sitzt, nicht zu tief, damit nur dort ein leichter Schimmereffekt zustande kommt. Etwas Highlight auf die Nasenspitze betont nochmal die kleine Stupsnase. Jetzt geht's an die Lippen. Verwendet hierfür einen schönen warmen Nude-Ton. Nicht zu viel Farbe, sondern einfach nur, damit eure Lippen schön betont sind. Für den Lippenrand verwendet ihr einen 1-2 Töne dunkleren Lippenstift, auch in einem Braunton gehalten, und geht damit einfach nur die äußere Kontur leicht nach. Für die perfekte Frisur etwas Haarspray rein, die Strähnchen vor die Ohren zirbeln, damit auch alles schön perfekt ist, und damit wäre meine Transformation von Fauve zu Emily perfekt. Viel Spaß beim Nachschminken!